Moin, liebe Freunde der Bruderschaft, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Command & Conquer 3 Tiberium Wars mit der Bruderschaft von Nord in Norditalien. Ja, es hat keiner gesagt, dass die Mission einfach ist. Wir wollen den Squints in den Hintern treten, und das werden wir auch tun. Eine Frage habe ich eigentlich. Ja, das ist klar, das weiß ich. Wo habe ich denn hier? Hatte ich nicht hier einen Saboteur? Ich habe sogar zwei Saboteure, okay. Dann prügelt euch rum, wer da reinkommt. Ach, guck mal an, der feine Herr, der baut sich gleich hier noch eine neue Drohnenplattform auf. Ich verstehe. Ja, die Trägerschiffe sind leider sehr, sehr, sehr mächtig. Leider. Dass ihr deswegen jetzt schön in die Sturmsäule reinfliegt, das finde ich jetzt gar nicht geil von euch. Also ihr seid sowas von dämlich, Leute. Also das ist echt nicht feierlich. Ehrlich, also sowas Bescheuertes. Patrouille bereit. Wenn im Gleiter bereit sein darf. Das sind meine Brüder. Intelligenz ist woanders. Oh Mann, ey. Brüder, Brüder, Brüder. Was macht ihr bloß mit mir? Was ist das denn hier? Verteidigen! Wir haben sie. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Erfasse Ziel. Toll, das war meine Luftabwehr. Nein, jetzt baue ich die. Nein, 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 nicht die der Squids. Wir nehmen die von Nord natürlich, hallo. Sehr schön, jetzt haben unsere Alien-Schiffe auch mal Generatoren an Bord. Schildgeneratoren. Ich muss sagen, in Rot haben die durchaus was. Patrouille bereit, wir haben ihn im Visier. Alleine gegen alle. Wir haben sie. Wisst ihr Bescheid. Mach sie fertig. Damit hat sich die Gravitationsplattform auch erledigt. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lang diese Mission eigentlich ist. Also gab es hier drei Spieler des Quills. Drei Stück. Alter Schwede. Verstanden. Ja. Mach sie fertig. Na ja, gut. Verstanden. Was? Zwei übereinander? Na klar. Okay. Verstanden. Das muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen, aber ist okay. Haben ihn im Visier. Passt schon. Irgendwie. So, Jungs. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Jetzt haben wir auch mal Raumschiffe. Haha. Kane hat ja gesagt, wir sollen von denen lernen, ne? Hat er es schon gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr, aber er sagt es auf jeden Fall noch. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vor. Ich habe eigentlich jetzt schon was vorweggenommen, aber ist egal. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Plasma-Disc-Werfer, was haben wir hier noch für ein Kram? Ja, komm, nimm mit. Wir haben so viel Kohle gerade, da geht das, da ist das okay. Also bauen nochmal schön Wenn-Gleiter, genau. Also ihr seid not Aliens, aber ihr macht bitte das gründlich, ja? Keine Blödsinn hier. Das Schöne ist, die sind durch ihren Schild so derart... Oh. Okay. Oh, das war's mit der Mission. Ja, Mission geschafft, ne? Yes! Jawohl! Die leichtere Mission von den zwei, drei... Ich komme geschafft. Sehr schön. Nebenbei Kane unseren Wert bewiesen. Oh, perfekt. Nur eine Geheimdienstinformation, ist ja super. Jo. Ja. Gibt es hier sogar noch mehr Operationen? Ich weiß das gar nicht mehr. Den Codeschlüssel für die Türme der Besucher, genau. Ja, 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 Operation Stiletto, ja. Ja, da erinnere ich mich an was. Hm? Kommandozentrale IS Rock Australien, gelbe Zone G4. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Wir kommen unserer Erlösung immer näher. So, damit wir einen der Türme aktivieren können, müssen wir ihn betreten, wie die Besucher es tun. Sie müssen zu deren Sammelpunkt gehen. Infiltrieren Sie sie? Und sichern Sie den Code. Ich verlasse mich auf Sie, Commander. Enttäuschen Sie mich nicht.
Gefechtsstadt Kings Canyon, Australien, gelbe Zone G4. Mann, ich sehe immer noch Kirlins Gesicht. Ihre Augen. Und diesen leeren Blick. Entschuldigung. Ach, was soll's. Es muss weitergehen. Aber ich bin ehrlich zu Ihnen, Commander. Wir haben immer noch keine Informationen über diese Invasoren oder Besucher oder wie immer Sie sie nennen wollen. Nur eins weiß ich. Ihre Verstärkung werden Sie aus einem der Relais-Knoten bekommen. Die Eroberung ist aber ein Himmelfahrtskommando. Sehen Sie. Der nächste Relais-Knoten ist hier in Norditalien. Er wird gut bewacht. Sie müssten schon ein Geist sein, um da unbehelligt durchzukommen. Das Beste wäre wohl ein zweistufiger Angriff auf diese Alien-Stellungen. Aber ich bin ehrlich. Es wird verdammt schwer. Plagen Jay etwa Gewissensbisse? Kane will mit allen Mitteln in einen der Türme, die die Besucher errichten. Sobald sie fertig sind, dienen diese riesige Gebilde als interstellare Sprungbretter, die der Bruderschaft den Weg zu den Sternen ebnen. Der Schlüssel für unsere Zukunft ist ein Code, der in ein Kristallgitter, das entfernt an den Tacitus erinnert, eingebettet ist. Entschuldigung. Sie haben Befehl, in Italien einen Reliktknoten der Aliens zu stürmen, um einen Schlüssel sicherzustellen. Laut unseren Sensoren befindet sich im Zielgebiet ein verlassenes Produktionsgebäude. Da wir Ihnen kein schweres Gerät zur Verfügung stellen können, sollten Sie die Anlage als Stützpunkt nutzen, um eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Schleusen Sie dann einen einen Saboteur in den Reliktknoten ein. Er kümmert sich um alles Weitere. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand. Ja, vielen Dank, dass du es nochmal so unterstreichst. Vielen Dank auch. Ich hoffe, Kane weiß, was er tut. Mir gefällt's hier ganz und gar nicht. Du hast Kane verraten! Wir brauchen den Code. An die Arbeit. Schicken Sie einen Saboteur in die Relaisstation, um den Codeschlüssel zu sichern. Baut. Tja, das kommt dabei raus. Baut. Neues Bonusziel. Zerstören Sie die Gravitationsstabilisatoren auf der nördlichen Anhöhe. Und dann? Freuen wir uns alle in Keks oder was? Neues Bonusziel. Neue. Durch die Zerstörung der Stasekammer entziehen wir den Besuchern ihre Schildtechnologie. Kurz zerstören sie gleich direkt die gesamte Basis, wenn sie schon dabei sind. Mein Gott. Neues Bonusziel. Ja! Erbeuten sie noch mehr Tiberium, indem sie 3 Alien-Tiberium-Extraktoren erobern. Oh Mann, ey. Ja, sag doch gleich, zerstör alles. Die Bruderschaft vertraut mir. Mein Gott. Vertrauen Sie mir. Ich kenne den Weg. Ich arbeite allein. Allein? Du hast Kane verraten! Weg ist er. Das war schon geil, doch? Das war schon ein bisschen geil. Gebäude besetzt. So, jetzt kriegen wir auch nochmal ein bisschen Tiberium dazu. Baut. Warum habe ich kein MBF hier, Leute? Das geht ja mal gar nicht. Sie werden uns fürchten. Ja, sie werden uns fürchten, ja. Schreiend werden sie vor uns weglaufen, weil wir die schwarze Hand sind. Oh Mann. Eieieiei. Erstmal muss ich. Ich hab keine Ahnung, was hier Sache ist. Weil ich habe an die Mission quasi nichts mehr. Null Erinnerung. Ist alles weg. Aber wir bauen jetzt erstmal die Waffenfabrik, genau. Abgeschlossen. Ich will nämlich einen vollwertigen Stützpunkt haben. Nicht hier so ein bisschen so ein Rumgekrüppel. So, MBF. Initialisiert. Geheimdienstdaten aktualisiert. Oh. Der Schlüssel für die Zukunft, Teil 1. Eingehende Übertragung. Kane Priorität Ultra. Verschlüsselungsindex. Echo Oscar 5. Erlösung. Das ist es, was uns als Lohn erwartet. Besteht die letzte Prüfung, die euch erwarten. Und euer Schicksal wird sich erfüllen. Wir dürfen nicht scheitern. Übertragung offline. Eieiei. Aber man merkt... Am Anfang wurden wir mit Geheimdienstberichten totgeschmissen und jetzt mittlerweile so... Neue Bauoption. Man merkt, es wird weniger. Das auf jeden Fall. Also man merkt das schon. Bau abgeschlossen. So. Dann bauen wir jetzt gleich direkt mal unsere Produktion. Ach, ich liebe diesen Spruch. Schön. Ja, ist es. Es ist doch besser, mein Freund. Mein Bruder. So.
Viel besser. Jetzt haben wir endlich einen vollwertigen Stützpunkt. So muss das sein. Ach so. Ich wollte gerade sagen. Wieso eröffnet mein Avatar plötzlich das Feuer? Was ist denn jetzt los? Neue Bauoptionen. Ja, neue Bauoptionen. Baut. Oh, ich liebe auch die KI-Einheit von Nod. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Einfach geil. Ausbildung. So, es werden natürlich wieder jede Menge Venom-Gleiter gebaut, ist ja klar. Das kennt ihr ja auch schon von mir. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Ach, da waren einfach ein paar Buzzer, die haben sie gerade weggehauen, oder was? Okay. Verstehe. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Unzureichend. Tja, wir müssen 3 Raffinerien erobern. Wir müssen Stabilisatoren zerstören. Und wir müssen diesen blöden Knoten erobern. Alter Schwede, verstanden. Viel zu tun hier. Worauf ich übrigens andeuten wollte, wir verstanden. Hatten ja schon mal so eine Eroberungsgeschichte. Und zwar damals im ersten Tiberiumkrieg und auch im zweiten. Da sollten wir nämlich die Ionkanone erobern von der GDI. Und zwar in beiden Tiberium-Kriegen sogar. In Tiberian Sun und im Tiberium-Konflikt. Interessant, dass die Buzzern Flammenlicht ausmachen. Das ist echt interessant. Ich dachte, die würden dadurch brennen wie sonst was. Aber nö, es interessiert sie gar nicht. Die machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Okay, spannend. Das ist ein bisschen blöd, dass wir gerade nur einen einzigen Sammler haben. Aber das wird schon. Ungeeigneter Bauplatz. Für Kane schaffen wir. Neue Bauoption. Gebäude offline. Habt ihr das auch mal gesehen? Dafür sind nämlich die Blitze da. Baut. Auf Patrouille. Verstanden. Ja, auf Patrouille. Wir haben sie auf dem Radar. Das könnt ihr eigentlich schon mal ausschalten hier. Ja. Müssen halt bloß aufpassen. Okay. Nähere mich Ziel. Gegner auf dem Mastermind. Schalten. MG, MG, ja. Weg da. Abgeschlossen. Wenn im Gleiter bereit ist leider abheben. Stärker als ihr. Jedenfalls der Hans. Leute. Benehmt euch. Bereit zum Abheben. Seid lieb, oder? Es gibt keinen Nachtisch. Gebäude online. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ist das MG denn jetzt die ganze Zeit da oder hat es sich wieder verdünnisiert? Ich glaube, das hat sich wieder verdünnisiert. Schon interessant. Ja, ich weiß, ich speichere gerade ziemlich viel. Ja, ich bin bei diesen Missionen recht vorsichtig. Aus gutem Grund. Geheimdienstdaten aktualisiert. Wofür? Die Türme beginnen zu fallen. Oh. Eingehende Übertragung. Quelle Basilisk Actual. Priorität Ultra. Verschlüsselungsindex Delta November 3. Die GDI hat mehreren roten Zonen der Türme die Besucher, der Besucher zerstört. Die Türme der Besucher zerstört. Und ihre Truppen gewinnen zunehmend an Stoßkraft. Er hat Stoßkraft gesagt. Ja, ich weiß. Seit der Zerstörung des Turms in Rom werden an zahlreichen anderen Standorten GDI-Truppen gesichtet. Wenigstens ein Turm muss fertiggestellt werden. Das Basilisk-Sonderkommando analysiert derzeit die Situation, um eine optimale Strategie zur Rettung mindestens eines der Türme zu entwickeln. Jo! Und daran sieht man mal, was ich so ziemlich am Anfang erzählt habe. Nämlich, dass die Kampagnen im Gegensatz zu vorher parallel verlaufen. Denn für diejenigen, die die GDI-Kampagne geguckt haben, wir waren ja in Rom. Wir haben ja in Rom den Turm zerstört. Ne, da waren wir quasi live dabei. Nicht nur live, wir waren dabei. Was gibt's? So, 11 Stück. Ich versuche mal einen vorsichtigen Vorstoß. Wir haben sie auf dem Radar. Ich weiß, jetzt würden manche sagen, Lars, du bist viel zu defensiv. Du musst viel offensiver agieren. Das mag sein, dass dem so ist. Aber ich sag mir da lieber mit Vorsicht als mit Nachsicht. Nehmen Sie nieder. Vorsicht ist besser als Nachsicht, oder wie war das? Okay. Feuer! Jetzt schalten wir erstmal ihre Verteidigungssysteme aus. Die Kraftwerke nicht mal unbedingt. Ich weiß nicht, kann man das Ding Roger. Erobern? Ich weiß es gar nicht. Ausbildung. Wenn ich jetzt gerade ehrlich gesagt ja, doch ein bisschen überfragen. Zum Abheben.
Auf jeden Fall kriegen unsere Jungs erstmal ihre Laserabsicherung, ihre Laserwaffen. Übrigens, die Verbesserung der Bruderschaft für die Kraftwerke ist teurer als die für die GDI. Merke ich gerade. Ah, der Nebel des Krieges versperrt mir eine gute Einsicht. Das ist das Blöde. Upgrade abgeschlossen. Ja, natürlich ist da auch Luftabwehr mit dabei, natürlich. Gut, wir haben die Laserwaffen, das ist schon mal gut. Dann erhöhen sich unsere Chancen. Was jetzt? Ich höre. Setz dich mal schon mal in Bewegung, Saboteur. Ich glaube, du kannst das schon mal versuchen. Aber natürlich, ihr kennt das Prozedere von mir, Freunde. Wir speichern vorher. Natürlich. Aber ich habe nämlich keine Lust, dass mir der Saboteur flöten geht. Ihr seht ja, unsere Kasse ist ziemlich knapp bemessen. Irgendwas gesehen? Tiberium-Belastung bemessen. Was? Auf Bandleiter bereit zum Abheben. So, ihr seid Team 1. Ich hoffe, ihr könnt das MG ausschalten. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Verstanden. Nein, greift nicht den Sammler an. Die CDI zieht Verstärkung heran, Kommandant. Ernsthaft. Macht sie fertig. Koordinaten erfasst. Ihr geht mir eher auf den Sack, GDI. Verpisst euch. Ey, Jungs. Arbeiten wir zusammen. Was immer ihr macht, lasst den Blödsinn. Es wird uns gehören. Ich baue gleich mal eine Hand von Nord. Direkt daneben. Und dann, sobald wir ein bisschen Geld haben, versuchen wir, Gebäude besetzt. Ja, sehr schön. Endlich ein bisschen Geld in der Kasse. Ja, wir haben Geld in der Kasse. Oh, schön. Schönes Gefühl. Endlich mal wieder ein bisschen liquide. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Und wir haben einen neuen Sammler. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. So. Dann werden wir hier nämlich gleich mal... Und ich brauche hier nochmal eine Waffe. Ja, natürlich. Ach, der heilt sich automatisch. Ja, geil. Dann erübrigt sich ja der Bau der Waffenfabrik. Stimmt. Klar, Tiberium. Mhm, klar, das heilt sie. Stimmt. Den werden wir auf jeden Fall bauen, den Tempel von Nord. Weil den brauchen wir definitiv. Hör mal, habt ihr einen Arsch offen oder was? Feuer! Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ausbildung. Ich finde das geil, dass das Ding nicht stört, dass es plötzlich ein Feindeshand ist. Finde ich gut. Die Bruderschaft vertraut. Hör mal, kannst du das Teil. Du kannst das Teil nicht erobern. Okay, also ihr seht schon, das ist eins der wenigen Gebäude, die man nicht erobern kann. Aber ich wäre auch schön doof, wenn ich das vernichten würde. Deswegen lasse ich das nämlich schön da. Wenn ich in den Genuss kommen sollte, dass ich selber so eine Plattform bauen kann, dann kann ich das immer noch ändern. Aber bis dato, was ist da? Alter, was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Verteidigungsteam! Eingriff! Alter, was ist denn da auf einmal alles rein hier? Hallo, was ist denn hier los? Und er hat schon wieder mächtig Luftabwehr dabei. Oh, es geht mir so auf den Sack. Wieso hat er jedes Mal Luftabwehr dabei? One-Shot weg, ey. Ich glaub's nicht. Dieser Scheiß-Sucher, haut ihn bloß weg, ey. Ja, super. Habt ihr toll gemacht, Freunde. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden mit... Was machen die da? Holen wir sie uns. Wir haben sie auf dem Radar. Ich baue jetzt erstmal den Tempel von Nord. Das geht mir jetzt alles hier gerade ein bisschen auf den Keks. So. Sie können nirgendwo hin. Deswegen machen sie uns auch die Hölle heiß. Oh, jetzt kommt er von da noch. Ja, natürlich, Kollege. Alles klar. Du hast ja echt den Arsch offen, Alter, ne? Meine Fresse nochmal. Geh mal fett kacken, Alter. Ich bin gleich dort. Wir haben sie auf dem Radar. Macht sie fertig. Könnt ihr mal bitte eure Arbeit sorgfältig machen? Danke. Irgendwie habe ich das blöde Gefühl, ich werde noch ein paar mehr Obelisken brauchen. Wird gebaut. Ausbildung. Ja, toll. Was gibt's?
Okay. Ich glaube, ich sollte hier mal eine Luftwaffenplattform einrichten, wa? Scheiße. Bin gleich dort. Die Bruderschaft erfüllt. Das macht die Sache natürlich. Ist das euer Scheiß ernst? Der kommt gerade raus und ihr knallt ihn direkt ab, ihr Pisser. Na klar. Morgen. Hallo? Okay. Wir haben sie auf dem Radar. Koordinaten erfasst. Ich konnte gerade nicht lenken. Okay. Die, ja, natürlich. Alles klar. Natürlich. Unser Gegner ist noch nicht genug im Vorteil. Der muss noch mehr Vorteile kriegen. Klar. Schön. Vielen Dank auch. Koordinaten erfasst. Bin gleich dort. Roger. Ah, Alter, das nervt mich gerade. Das nervt mich gerade gewaltig, wisst ihr das? Dafür wurden wir ausgebildet. Und die hauen mir meine Wenning-Gleiter weg. Das ist unglaublich. Deswegen hasse ich die Sprints auch so. Jetzt weiß ich wieder warum. Weil die mir meine Luftwaffe so derart zusammenreißen. Sieht man ja hier. Die ballern mir meine Luftwaffe weg. Das geht gar nicht. Das geht auf keine Kuhhaut. Sag mal. Da ist eine Gravitationsplattform. Habt ihr es gerade gesehen? Da. Die muss weg. Die muss auf jeden Fall. Die müssen sowas von weg hier. Aber sowas von. Ja, natürlich. Alter, könnt ihr nicht mal die Fresse halten, Leute? Das nervt. Ihr nervt gewaltig mit eurer Scheiße. Ausbildung. Wenning-Gleiter, ihr habt Befehl, diese scheiß Plattform auszuschalten. Koordinaten erfasst. Wenning-Gleiter bereit zum Abflug. Haben ihn im Visier. Wir haben. Oh, scheiße, diese blöden. Die Walker aus, ey. Alles klar. Ich warte. Haben ihn im Visier. Erfasse Ziel. Wenning-Gleiter bereit zum Abflug. Verstanden. Alles klar. So, und jetzt zerstört diese blöden Plattform, ey. Wir sehen nieder. Wenning-Gleiter bereit zum Abflug. So. Damit hat sich das schon erledigt, den Super. Die Super. Alles klar, nähere mich Ziel. Und nein, das hat nichts damit zu tun, das hat nichts mit Harry Potter zu tun, dass sie Super heißen. Nein, alles gut. Den Zahn ziehe ich euch auch mal gleich. Alles ruhig. Alles ruhig, ja. Ich krieg nur gewaltig auf die Fresse hier gerade. Sehr schön, alles ruhig, ja. Mhm. Definitiv. Ihr geht mir auf den Sack mit eurer scheiß Luftabwehr. Mann, verpisst euch. Geht nach Hause. Hier gibt's nichts zu sehen. Ey, diese MG-Walker gehen mir so auf den Keks. Ja, natürlich. Schön in die Plasma-Reichweite rein. Dankeschön. Ey. Wenning-Gleiter bereit zum Abheben. Ausbildung. Ich bin blöd. Avatar bereit. Die Bruderschaft. Ich bin blöd. Ich bin einfach blöd. Auf Patrouille. Beschützt ihn, bis er dann die Dings geborgen hat. Ich hoffe, dass das Tiberium reicht, um ihn zu behandeln. Kann ich Ihnen helfen? Gebäude besetzt. Die Bruderschaft vertraut? Scheint nicht. Das könnten wir brauchen. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut mir. Avatar. Betriebsbereit. Einheit geworden. Einheit wird angegriffen. Ist die Karte kleiner geworden? Ah, jetzt kann ich da hinzukommen. Konnte ich gerade nicht. Die Bruderschaft vertraut mir. Ich kann Ihnen helfen. Kannst du den bitte mal bergen? Danke. Ich stelle mich mal vor. Ja, genau. Stell dich mal vor. Das finde ich gut. Das klingt doch gut. Wir müssen ja die Waffen unseres Gegners nicht einfach so sinnlos rumliegen lassen. Dann können wir die auch genauso gut nutzen. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Oh, Leute. Ihr liefert euch schön ans Messer. Wunderbar. Ich
ja nichts gegen ein bisschen Aggressivität, ne? Aber unsere Jungs hier übertreiben es gerade ein bisschen. So, die lassen sich jetzt erstmal schön reparieren. Die werden wir nämlich gleich benutzen, weil die Luftwaffe alleine hat leider keine Chance. Leider nicht. Auch wenn ich ein überzeugter Verfechter der Luftwaffe bin, aber leider reicht es hier nicht. Ach, den kann ich gar nicht bergen. Ja, toll. Schade, den würde ich gerne bergen. Warum darf ich den nicht bergen? Frechheit. Na, immerhin, wir haben 5 von denen, also wollen wir mehr. Ich will mich ja mal nicht beschweren hier. So, die Atomrakete ist auch bald mal bereit, dann können wir... Ach du Scheiße. Unzureichende Mittel. Dann können wir nämlich die Scheiße da oben mal ausschalten. Dann haben wir, was das angeht, hoffentlich mal Ruhe. Ihr seid repariert? Ihr seid repariert. Sehr schön. Das ist doch schon mal sexy. Du solltest nicht so weit draußen stehen, Alter. Du bist sonst... Ja. Rauf da. So. Solange diese Gravitationsstabilisatoren sehr schön offline sind, ist die Lufthoheit der Besucher geschwächt. Gute Arbeit, Commander. Ja, gute Arbeit, Commander. Ja, du kannst mich auch mal am Arsch lecken, Ellie. Weißt du, ich reiß mir hier den Arsch auf. Das sind Trägerschiffe, ja klar. Die müssen weg. Ja, super. Was ist gut. Das ist gut. Bruderschaft vertraut. Wir haben sie, Roger. Das ist wirklich gut. Bin gleich dort. Oh, was ist denn hier los? Warum sagt mir keiner, dass meine Verteidigung durchbrochen ist? Verstanden. Freunde, was ist los da? Da geht ja mal gar nicht. Nee, nee, nee. Wir müssen übrigens einen neuen Obelisken bauen. Ich kann helfen. Die Bruderschaft vertraut. Du sollst auch helfen, Alter. Du sollst hier einen weiteren Walker bergen. Wir klauen uns eine Armee zusammen. Darf man eigentlich keinem erzählen, aber egal. Die Bruderschaft vertraut. Bereit zum Abheben. Gut, okay, das Bonusziel haben wir schon mal erfüllt. Du bist immerhin schon mal etwas. Was brauchen Sie? Ich kann kannst dahin. Das ist der letzte, der wird leider übrig bleiben. Oh, obwohl, wenn ich mir das mal so angucke, was da kommt, ich glaube doch. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Einheit wird angegriffen. Ja, super. Jetzt bleibt er sowieso nicht mehr übrig. Was brauchen Sie? Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ich würde gerne mal eine Tiberiumfabrik bauen. Alles ruhig. Ja, alles ruhig, ja. Natürlich, klar. Mir geht der Arsch auf Grundeis, aber der sagt alles ruhig. Weißt du? Arschloch. Aber Freunde, wie es im nächsten Part weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part so rum. Bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, das Let's Play zu Notch wird ein bisschen länger gehen als das der GDI. GDI hat, glaube ich, 22 Parts gehabt. Wir sind jetzt auf dem Weg zur 18, also laut Aufnahmesession. Ne? Ich denke mal, so lange werden wir auch brauchen, weil die Aliens, ihr merkt ja, die sind schwerer für uns als die GDI, aber ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir das gucken werdet und ich sage nun einfach. Euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.